Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Saatorks. Heute ist doch noch ein kleines Päckchen von GameStop angekommen. Da hatte ich mir nämlich God Eater 2 Rage Burst vorbestellt. Da ist ein Code mit drin für den ersten Teil. Ich habe mir die PS Vita-Version geholt, weil ich mir jetzt gesagt habe, nur für so einen Dogtag 30 Euro mehr bezahlen. Das muss jetzt nicht sein. Und es ist ja PlayStation TV-kompatibel. Außerdem unterstützt es Crossplay. Das heißt, dass ich meinen Spielstand bequem auf die PlayStation 4-Version übertragen könnte und auch mit PlayStation 4, also die Leute, die es auf PlayStation 4 besitzen, zusammenspielen kann, habe ich mir erstmal die Vita-Version geholt. Vielleicht hole ich mir zu einem späteren Zeitpunkt günstiger nochmal mit die PlayStation 4-Version, die ja dann grafisch sicherlich ein bisschen besser sein wird. Ich habe mal so Vergleiche gesehen von PS Vita zu PS4. Und so viel nimmt es sich jetzt nicht. PlayStation Vita ist ja halt nur auf einem kleineren Monitor. So, hier haben wir einmal das Spiel. Wendecover ist nicht vorhanden. Hier haben wir einen Code für das erste God Eater. Und Werbung für den VIP und noch was. Ja, und was mich jetzt ein bisschen überrascht, ist, dass hier noch ein Poster mit drin ist. Also das geht jetzt aber noch weiter auf. Aha. Also das hat man wirklich selten. Ja, aber mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu zeigen. Und dann bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr euch das Spiel kaufen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal.